Willkommen bei Wauwau Pfeffermühlen. Heute werden Schneidbretter präsentiert. Schneidbretter aus Italien, aus Triest. Ich war letzte Woche in Triest und habe einen Kollegen besucht, und zwar einen Designer, der sich spezialisiert hat auf Holzbretter, Küchenbretter, Schneidbretter. Und ich habe mir gedacht, ich nehme ein paar ins Geschäft hier in Wien. Weil die faszinieren mich von ihrer besonderen Form, von ihrer atypischen Form. Sowas sieht man nicht alle Tage, solche Schneidbretter in verschiedenen Hölzern, wunderschöne gebürstete, geschliffene und dann geölte Schneidbretter, zum Beispiel das ist eine Ulme. Die sind nicht nur praktisch in der Handhabung, sondern auch sehr dekorativ zum Präsentieren, zum Schneiden, Brot schneiden oder was. Also Fleisch würde ich jetzt nicht unbedingt drauf schneiden, weil man kann es ja nicht in den Geschirrspüler geben. Aber so Holzbretter nimmt man für Käse und Salami, für Gemüse eventuell oder für Brot. Oder man stellt es halt hin mit einer Pfeffermühle. Naja, kannst du mir eine Pfeffermühle geben? Eine Pfeffermühle, Dankeschön. Eine Wawa-Pfeffermühle auf so einem Schneidbrett. Schaut natürlich wunderschön aus. Ja. Ja, faszinierend, diese Form, das Yin-Yang zum Beispiel. Oder das Birnenholzbrettl, die haben dann immer so ein Loch, dann kann man das irgendwo an einen Haken hängen. Schon allein an der Wand ist das super dekorativ. Es gibt verschiedenste Größen, und zwar fängt es an bei diesen kleinen Betteln, die man verwendet eben für ein Stück Kuchen oder einen Käse oder ein paar Oliven zum Dekorieren für den Tisch. Nett ist es auch, die haben da eine Faser. Das heißt, man drückt und da kann es dadurch viel leichter nehmen. So lauter kleine Details hat dieser Italiener eingearbeitet. Wood Design heißt die Firma übrigens. Filippo und Rosa sind dort in Triest zu Hause, mitten im Zentrum. Man kann sie auch besuchen. Die Werkstatt ist auch dort und dem Meister bei der Arbeit zuschauen. Ja, Wood Design Schneidbretter bei Wawau. Und übrigens, am 24. Juni nächste Woche gibt's Kochen in der Hermanngasse, direkt vor der Tür, unterstützt von Wawau Pfeffermühlen. 10 Kochteams treten gegeneinander an. Und Sie können verkosten und bewerten, wer am besten kocht, der wird gewinnen. Wir sehen uns nächste Woche.